Und da sind wir wieder. Jetzt hat sich hier einer durchgebohrt, oder was? Oh Gott, da sind wir wieder. Folge 3, Castle Miner. Ich bin hier eingesperrt, lebendig begraben. Eben hat hier schon fürchterlich einer gegengehauen. Da sind schon, ist ja schon der Putz von der Decke gefallen. Herzlich willkommen bei der, hatte ich das eben gesagt, ich bin völlig konfus hier bei der Castle Miner Z-Woche. Alle anderen Let's Plays mussten jetzt mal ein bisschen pausieren. Oh, siehst du da oben? Oh, scheiße. Ich frage, in welche Richtung soll ich jetzt graben? Ich grab mich mal hier hin. Oh Gott. Nein, 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 hier nicht. Vielleicht die Richtung hier? Vielleicht ist meine Hacke alle. Oh Gott, ich will nicht wissen, wie viele das sind. Es hört sich an, als wenn da schon 10 Zombies. Wisst ihr jetzt, was ich mit 7 Days to Die meine? Die Parallele. So. Ach, da ist schon wieder Erde, Mist. Erde ist nicht gut, da können die spawnen. Oh Gott, hier ist überall Erde. Oh. Nein, ich will das nicht. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. So, in welche Richtung soll ich mich eigentlich? Hier kann ich graben, oder? Oh Gott. Wo ist hier lang? Oder war da auch Erde? Mist, da war auch Erde. Scheiße. Ach, nach unten, nach unten. Ich kann mich nach unten graben, genau. Dass ich da nicht eher drauf gekommen bin. So. Es ist nicht angenehm, diese krassen Klopfgeräusche verursachen schon leichte psychischen Druck, wenn ich das mal so sagen darf. Und diese Schreie, wir sind ja nicht gut ausgerüstet, besonders gut, und wir können uns ja noch erinnern, bis jetzt. Ich glaube, so lange wie bis. Oh. Oh Gott, sie kommen. Vielleicht mache ich jetzt hier wieder zu am besten. Oh Gott. Oh Gott. So lange wie bis jetzt, habe ich, glaube ich, noch nicht überlegt. Aber wie gesagt, solange bis wir uns hier ein bisschen stärker gemacht haben, werden wir wahrscheinlich im Untergrund jetzt leben müssen. Weil die Umgebung ist hier doch ein bisschen sehr aggressiv. So, also. Ah, guck mal, da geht's runter in eine Höhle. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Das hört sich fast so an, als wenn sie schon in den oberen Raum eingedrungen sind. Wir haben jetzt us viele Steine. Wir könnten tagsüber schon fast oben was bauen. Ah, guck mal, hier ist dunkel. Jetzt frage ich mich natürlich, ob die jetzt hier, inwiefern die klettern können, die Jungs. Sollte man vielleicht hier erstmal wieder zumachen. Hier können wir noch eine Fackel hinstellen. So. Gleich ist meine Spitzhacke alle. Alle, alle. Jetzt höre ich wieder Skelette. Ich hoffe, lieber Gott, macht das sie nicht in meiner. Oh, die müssen da schon drin sein. Macht das sie nicht in meiner Behausung spawnen können. Das ist echt Hochspannung hier. Jetzt haben wir noch ein bisschen Eisen bekommen. Natürlich schick. Ah, nochmal Kupfer, gut. Das werden wir gleich. Oh, zweimal, das ist sehr schön. Jetzt werden wir. Ah, so, jetzt müssen wir mal gucken, ob jetzt unsere Ressourcen reichen für eine weitere Spitzhacke. Oh Gott. Absoluter Stress, ey. Oh Gott, wann ist denn die Nacht endlich vorbei? Jetzt hört doch auf, Mann. So, was können wir hier jetzt bauen? Messing? Ne, nicht Messinggehäuse. Was ist das hier? Ach hier, Steinspitzhacke, Eisengehäuse. Eisenspitzhacke, kann ich das schon bauen? Nee. Jetzt, komm, dann machen wir noch ein bisschen Kupfer. Machen wir noch ein bisschen Kupfer.
Oder reicht das jetzt hier nicht für Kupfer? Da brauche ich zwei, ich habe nur einen. Oh Gott. Na gut, dann mach eine Steinspitzhacke, ist mir egal. Kupferspitzhacke geht nicht. Eisenspitzhacke geht nicht. Goldspitzhacke geht nicht. Lass mich bloß in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe. Ich will eine Steinspitzhacke. Ich hab doch Stein. Hier. Ja, okay. Können wir wenigstens erstmal ein bisschen weiterarbeiten? So, haben wir denn Kohle schon? Wo ist denn die ganze Kohle? Meiner Meinung nach habe ich auch schon ein bisschen Kohle abgebaut gehabt. Naja, ist egal. Ups. So, und die Monster schlagen weiter. Mittlerweile müsste es doch schon Tag sein. Aber das ist ihnen scheinbar egal. Aber was ein großer Trost ist, ich überlebe schon seit einer halben Stunde. Das ist richtig cool. Es sei denn, sie haben es jetzt geschafft. Oh Gott, ey. Wie schlimm. So, was haben... Oh, hier ist Erde. Da können die wieder spawnen. Obwohl ich doch schon ziemlich tief gegangen bin. Da werde ich gleich mal wieder zumachen. So, und hier... Was macht man da? Nehmen wir erstmal wieder raus. Wenn wir jetzt hier tiefer gehen, glaube ich, da war dann die Höhle, da war... Oh Gott, ist das laut. Ah, Mist, das ist die Höhle. Keine Chance. Soll hier vielleicht jetzt mal runterklettern? Hier die Bird nehmen. Gut, Steinspitzhacke haben wir ja. Das ist schon mal was Gutes. Oh, hier oben ist wieder... Mal rausnehmen. Dafür einen Stein einsetzen. Also ich weiß nicht, die spawnen aus der Erde, habe ich schon gesehen. Die kommen richtig so rausgekrochen aus dem Sandblock. Aber ob die jetzt hier auch nach unten dann so runterfallen aus einem Sandblock raus, das habe ich noch nicht rausgekriegt. Das hört sich jedes Mal näher an. Was ich halt auch cool finde, wann ist die Nacht vorbei, frage ich mich. Wie lange machen die das noch? Und ich habe, glaube ich, keine Kohle. Warum auch immer. Vielleicht hatte ich die davor, bevor ich gestorben bin. Ha. So, hier geht's weiter. So. Ja, Leute, wenn euch das wirklich zu langweilig ist, hier nur beim Mining, ach, ein bisschen Kohle, nur beim Mining zuzugucken, dann, ja, dann... Oh Gott. Also wie gesagt... Oh, guck mal, da hinten ist noch Kohle. Die... Ach nee, da gehe ich lieber nicht ran. Da drüber ist vielleicht ein Loch. Die ersten Folgen halt, wie gesagt, werden wahrscheinlich hier unten sein, bis ich mich ein bisschen aufgebaut habe. Wisst ihr, dann nenne ich einfach die Folge, wo ich dann oben anfange mit der Burg. Die nenne ich dann... Auf in die Oberwelt oder so, weißt du? Und dann guckt er einfach dann wieder, wenn ich dann nach oben gehe. Oh, wie gruselig, ey. Das ist richtig gruselig. Also Minecraft als richtig gruselig. Ich fand das ja damals eigentlich schon so... Am Anfang so ein bisschen... Oh. Ich fand das ja damals am Anfang schon gruselig. Na, ihr schafft das doch eh nicht. Das Schlimme ist, im Normalmodus würden die sich wahrscheinlich wirklich schaffen, da durchzuschlagen. Ey, scheiße. Aber es gibt dann so Sachen wie Metallwände. Da schaffen die es dann nicht oder da brauchen sie dann ewig. Aber ich glaube, durch Erde kommen sie relativ leicht durch. Stein, da brauchen sie eine Weile. Aber wenn sie dann zu dritt sind oder so. Das heißt also, auf lange Sicht hat man halt den Wunsch... Okay, auf lange Sicht hat man den Wunsch, sich irgendwie so ein Erd... eine Eisenfestung zu bauen oder eine Diamantfestung sogar. So, können wir noch Eisen craften?
Oder haben wir nicht genug? Ne, für Eisen reicht es noch nicht. Ah, jetzt können wir doch eine Kupferspitzhacke machen, oder? Ich will da gar nicht gucken, ich will da gar nicht gucken, das ist so schlimm. So, Kupferspitzhacke, 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 Kupferspitzhacke. Ach, das ist hier oben. So, sehr schön, jetzt können wir weiterarbeiten. Achso, wir können uns auch gleich noch ein paar fackeln. Das Schlimme ist auch, bald wird das Holz auch alle sein. Da müssen wir in die Oberwelt. Einfach um uns, ups. Um uns Holz zu holen. Man kann auch Türen bauen. Eine schicke Tür kann man sich bauen. Ich weiß aber nicht. Die schlagen die Monster bestimmt auch bloß noch ein. Oh. Es sei denn, es gibt eine, es sei denn, es gibt eine Eisentür. Die schaffen sie dann natürlich nicht. So, wir machen hier weiter unser Mining und gucken, was wir kriegen können. Eigentlich müsste ja schon wieder Tag sein. Es kann natürlich auch sein, dass die Zombies, die spawnen, dann einfach leben. So. Ja, Kohle braucht man auch für alles Mögliche, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Jo, weiter geht's. Jetzt sind sie genau über mir. So, sehr schön. Gehen wir mal hier gerade in die Wand einfach rein. Oh, vor lauter Staub sehen wir gar nicht hier, wie es weitergeht. Und eine Fackel gesetzt. Also schon sehr spärlich. Also um an größere Mengen Erze ranzukommen, musst du tatsächlich in eine offene Höhle. Da siehst du es dann richtig rumliegen und da kommst du auch schnell tiefer. Weil es gibt ja auch so Sachen wie Diamanten und Lava und ich glaube Lavagestein oder so nennt sich das, so Rotstein. Daraus kann man ziemlich geile Werkzeuge bauen. Vielleicht sollte ich mal hier hinten zumachen. Oder kommen die? Ich glaube, die schaffen das nicht in dem Modus. In dem Modus schaffen die das nicht. So, wir machen uns mal wieder ein bisschen heller. So, sehr schön. Jawohl. Und wir graben uns hier einfach immer weiter geradeaus. Gut, dann haben wir zwei Steine ohne Ende. Aber fragt... Oh, hier haben wir Erde. So, jetzt würde ich mal unterstellen, dass jetzt tags ist. Jetzt haben wir so eine komische Melodie. Und jetzt hören wir nur noch Skelettgeräusche und keine Zombie-Geräusche mehr. Jetzt könnte man es fast riskieren, mal kurz rauszugehen. Ich glaube, hier ging es raus. Ah ja, guck mal, hier kommst du raus. Könnte man sich hier so einen Durchgang bauen. Ich weiß auch nicht, ob die fliegen können, die scheiß Skelette. Das hört sich immer ein bisschen so an. So, jedenfalls sind die Zombies jetzt erstmal wieder weg. Wir können uns hier schön noch ein paar Ressourcen abbauen. Das sind echt die Skelette, die diese Geräusche machen. Das ist ja fürchterlich. Die Waffe ist geladen, also müsste eigentlich funktionieren, dass wir hier rauskommen. So. Machen wir uns mal hier ein paar Markierungen, dass wir wissen, dass wir hier lang müssen. So. Gucken, ob wir uns da runter trauen. Nee. Ach Mist. Eine Schleichentaste gibt es hier, glaube ich, nicht. Weiß ich nicht.
Schlimm ist, man kann auch nicht so richtig wegrennen. Die sind so schnell. Na gut, doch, man könnte schon wegrennen. Aber man muss so eine ganze weite Strecke rennen, um dann Abstand herzustellen. Und da unten haben wir schon ein bisschen Eisen. Das hört sich jetzt schon wieder wie Zombies an. Ah, wie soll ich denn niemals da runterkommen? Ach, hier, das ist die Höhle, wo ich schon mal war. Guck mal, da kann ich ansetzen. Das ist doch schon mal... Das ist ja schon mal ein Wort. So, dann kann ich hier runterspringen. Ich weiß auch nicht, wie hoch die springen können und ob die überhaupt springen können. Würde ich sogar mal sagen, dass wir mal hier... Den können wir noch abbauen. Dass wir mal hier so ein... uns den Aufstieg nochmal markieren, falls wir überhaupt jemals die Zeit haben, über den Aufstieg wieder nach oben zu kommen. So. Dann ist das im Prinzip unsere erste Unterkunft, dieser komische Gang da. Ach, siehst du, vielleicht sollte man jetzt echt mal eine Truhe bauen, fällt mir gerade ein. Wenn wir zu weit runtergraben, dann können die hier noch hochklettern. Oder sind die hier schon durch? Ist ja so laut hier. Die sind immer noch am Klopfen hier. Oh Gott. Mal gucken, ob wir uns eine Truhe bauen können. Ja, ich glaube, da brauchen wir ziemlich viel Eisen. Haben wir gar nicht. Wir haben ein Eisen. So. Hier eine Truhe. Zwei Eisen brauchen wir dafür. Ein Eisen haben wir. Eieieiei. Aber ich glaube, ein Erz reicht nicht. Wir brauchen noch... Ah, wir brauchen noch ein Eisen. Dann können wir uns eine Truhe bauen und dann können wir uns... Ups. Dann können wir unser Zeug in Sicherheit bringen. Jetzt ist schon wieder nachts. Ah, nee, ey. Wo kriegen wir denn jetzt ein Eisen her auf die Schnelle? Da unten ist ein Eisen. Guck mal. Da ist ein Eisen. Das werden wir uns jetzt holen. So, jetzt ist es gerade ganz ruhig. Aha, okay. Eisenerz. Dann bauen wir uns eine Truhe. So lange war jetzt noch. Oh, es ist schon wieder dunkel. Schnell zurück. So. Jetzt könnte man eigentlich sogar den Eingang da mal zumachen. Weiß gar nicht, ob wir uns schon eine Tür. Oh, schon wieder nachts. Ich weiß nicht, ob die hier durchkommen. Hier vielleicht. Wo können wir? Na, warum kann er denn da nichts hinbauen? Wegen den Fackeln. Das würde ja für mich heißen, dass die Skelette da auch nicht durchkommen. Machen wir es so. Hey. So, gut. Wollen wir mal gucken, ob wir uns jetzt Eisen machen können. Eisen. Jetzt haben wir drei. Dann können wir uns doch jetzt eine Truhe machen, oder? Oh, Waffen ohne Ende. Waffen ohne Ende. Eine Truhe. Ich will eine Kiste haben, eine goldene Wand. Oh Gott, die Nacht ist länger als der Tag, verflucht. Hier ist die Kiste. Ja, wir können das... Warum kann ich keine Kiste machen? Weil ich 10 Holz brauche, okay. Mache ich mir doch glatt. Mach mal nochmal. So. Und jetzt kann ich mir eine Kiste bauen, oder? Ja, ich habe eine Kiste. Mal gucken, wie die funktioniert. Oh, ist das laut. Gut, wo sind wir? Ups. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier. Und ich weiß gar nicht, wo war unser Ausgang? Hier war. Hier ist unser Ausgang. Dann lass uns doch die Kiste mal... Ist eigentlich egal, weil ich stelle mal hier in der Ecke. So. Jetzt mal gucken. Aha. So, und jetzt können wir nämlich alles, was hier halbwegs wertvoll ist, können wir jetzt in die Kiste tun. Das heißt also, wenn wir sterben,
Ist das alles noch da? Wow. Zwei Stacks Steine schon. Einmal Kupfer. Dann würde ich mal sagen, wir nehmen hier die Steine noch mit. Und das Holz, damit wir uns... Oh Gott, das war jetzt aber ganz dicht, ey. Das war ganz dicht dran. Okay, Leute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Das war jetzt direkt über meinem Kopf. Okay. Bis morgen. Da geht's dann weiter mit der Castle Miner Sea-Woche.